Liebe Schwestern, liebe Brüder, der Bericht von der Geistsendung im Evangelium des Johannes klingt ja so doch ein bisschen anders als das, was wir in der Apostelgeschichte gehört haben. Das Evangelium berichtet nichts von einem Sturm oder vom Brausen, nichts von Stimmengewirr und Feuer, nichts von offenen Türen, sondern da ist auch viel, viel Angst in der Rede. Von Stille. Aber auch von ganz viel Liebe. Und all das hinter verschlossenen Türen. Erinnern wir uns, da kommt Jesus, der Auferstandene, tritt in die Mitte seiner Apostel, die sich aus lauter Furcht vor den Menschen fest eingeschlossen haben. Und das allererste Wort, das er ihnen sagt, das allererste Wort, das er für sie hat, ist: Friede sei mit euch. Also typisch Jesus, finde ich. Kein Vorwurf wegen ihrer Feigheit, keine Kritik an ihrem Unglauben, kein Ärger über ihre Ängstlichkeit, sondern das Angebot eines neuen Friedens, einer neuen Freundschaft. Friede sei mit euch. Er sagt das zweimal, damit sie das auch ja nicht überhören. Und er bringt sogar das Geschenk mit. Das kostbarste Geschenk überhaupt. Empfangt den Heiligen Geist. Diesen Geist der Lebendigkeit, der alles neu machen und gut machen kann. Der Krummes gerade biegen kann, Zerbrochenes heil machen kann, der Tote lebendig machen kann. Gottes Kraft die Welt verändern kann. Empfangt, so sagt Jesus. Und dann schenkt er ihnen diesen Geist, dass sie auch wirklich annehmen und empfangen können. Nicht mit Gewalt, nicht mit Druck, sondern ganz vorsichtig. Er haucht sie an. Nur ein kleiner Hauch. Was ist zärtlicher als so ein Haus? Was liebevoller was vorsichtiger? Aber so kommt Gott. So will Gott in mein und in ihr Leben hineinkommen. Nicht mit Gewalt, nicht mit Druck, nicht mit hohen Ansprüchen, wo wir sagen, das schaffe ich ja sowieso nicht, sondern mit Zusprüchen, mit Mut machen, mit Zärtlichkeit, mit ganz viel Liebe. Dass wir das auch wirklich annehmen und aufnehmen. Und dann, so sagt es das Evangelium, sendet er diese Apostel, damit sie jetzt Zeugnis geben können von diesem Gott der Liebe. Ein Zeugnis, das die Welt verändern soll, neu machen soll. Und dann ist es in diesem Abendmahlsaal plötzlich ganz anders. Keine Angst mehr, sondern Hoffnung und Freude. Dieses ganz andere, das da auf einmal ist, dieses Neue, das ist das Kennzeichen von Pfingsten. Ja, Gott schafft neu.
Papst Franziskus hat das mal die Neuheit genannt, die da auf unsere Welt trifft. Der Geist ist die Neuheit Gottes. Und wenn Gott etwas verwandelt, dann wird es auch anders. Dann poliert Gott nicht etwa das Alte ein bisschen auf und verschönt es, sondern er macht es neu. Dieses pfingstliche Neue zieht sich durch die ganze Geschichte unseres Heils. Gott schafft die Welt aus dem Nichts. So sagt es das Alte Testament. Und als der Mensch die Schöpfung durch seine Sünde ruiniert hat, schenkt uns Gott in Jesus eine neue Schöpfung. Eine Schöpfung, die erlöst ist, eine Schöpfung, in der nicht zählt, was war, sondern das, was sein wird, mit Gottes Hilfe. Und es geht auch heute noch so weiter. Jeder Messfeier wird der Geist herabgerufen über Brot und Wein. Werden die Neue geschaffen zum Leib und Blut Christi. Aus Sünder. Uns, Schwestern und Brüder, werden geheiligt. Heiligt durch Gottes Geist. In der Tat, alles wird anders, ganz neu. Weil überall, wo Gott wirkt, alles zum Neuen und zum Guten geführt wird. Wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir schon sagen, der Geist Gottes ist alles andere als harmlos. Wo dieser Geist hinkommt, da bleibt nichts mehr, wie es war. Und deshalb gebraucht die Apostelgeschichte ja wohl auch dieses andere Bild vom Sturm und vom Feuer. Weil halt nach einem Feuer und einem Sturm nichts mehr so ist, wie es war. Wie gesagt, wenn man das ernst nimmt, muss man da nicht Angst bekommen. Alles wird anders, alles wird neu. Was bleibt denn von all dem, was uns Halt gegeben hat, was uns lieb geworden ist, woran wir hängen? Überhaupt nichts mehr? Ja, überhaupt nicht mehr, wenn wir wirklich beten, komm, Schöpfer Geist, deiner Macht. Mach gerade, was krumm ist, mach lebendig, was tot ist, mach rein, was befleckt ist und dring bis auf der Seele Grund, auf den Grund unserer Seele. Wollen wir das wirklich? Alles neu. Menschen mit neuen Gedanken, mit noch liebevollerem Herzen. Menschen, die aufbrechen aus Bequemlichkeit, eine ganz neue Kirche. Warum denn nicht, Schwestern und Brüder? Warum denn nicht? Und wir müssen dabei keine Angst haben vor dem Neuen. Denn es kommt doch von Gott. Und was von Gott kommt, ist immer gut, denn es ist voller Heil. Für Guten und Heilvollen müssen wir doch keine Angst haben, ganz im Gegenteil. Das Einzige, was uns wirklich in Unruhe versetzen müsste und sollte, ist die Tatsache, dass diese Neuheit Gottes nicht ohne uns in diese Welt kommt, sondern immer nur mit uns, mit Ihnen, mit mir. Und durch uns, wie mich der Vater gesandt hat,
So sende ich euch, sagt Jesus. Damals zu den Aposteln und heute zu uns. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und Jesus meint das auch so. Vergebt. Vergebt, seid barmherzig. Macht alles besser, als es vorher war. Macht es neu. Vor allen Dingen und zuerst werdet ihr selber neu. Empfangt die Neuheit Gottes, den Geist. Lasst euch verwandeln. Aber wenn wir schon nicht die große Welt verändern können und die ganze Kirche, dann aber diese kleine Welt, in der wir leben. Die kleine Kirche, wo wir leben. In unserer Familie, in der Gemeinschaft, der Pfarrgemeinde. Dort, wo wir tatsächlich einander immer wieder vergeben. Wo wir barmherzig und liebevoll miteinander umgehen. Und einen neuen Anfang setzen. Das wäre der erste Schritt in Richtung Pfingsten. Und wir wissen es doch, jede noch so große Reise und jede noch so große Veränderung fängt immer damit an, mit dem ersten Schritt. Und wenn wir diesen ersten Schritt dann wagen, und wo wir wirklich, auch wirklich all das wollen, was wir heute singen, dieses Komm, Schöpfer Geist, kehr bei uns ein, nicht in Rom, nicht in Hamburg, sondern hier in Adelsbühl. Komm, mach uns neu. Da können Wunder geschehen. Heute, mitten unter uns. Amen.